Ja, nachdem wir jetzt ja Höhenflüge doch geleistet haben und mal geguckt haben, was machen wir ohne irgendwelche Einschränkungen, wo wollen wir eigentlich hin, was würden wir gerne alle haben, müssen wir ja doch irgendwann zurück mal in die Wirklichkeit kommen und uns doch unseren alltäglichen Anforderungen jetzt wieder stellen, sodass wir eben gucken, was können wir wirklich eigentlich machen und was können wir leisten. Anja, machst du mal eine weiter? Ja. Das heißt, wir kommen jetzt dazu, dass wir euch drei verschiedene Modelle einmal kurz vorstellen, aber wirklich nur kurz, was wir innerhalb des Innovationslabors BFLEX der Deutschen Schulakademie in den letzten 2 Jahren, 2,5 Jahren entwickelt haben und auch schon getestet haben. Unser Innovationslabor hat sich daran in mehrere Gruppen geteilt. Wir sind aus der kleinen Gruppe hervorgegangen, die sich Zeitfinder nannte. Wir sind insgesamt 5 Schulen aus 4 verschiedenen Bundesländern. Und unsere Leitfrage war hierbei, dass wir Möglichkeiten suchen, innerhalb unserer bestehenden Systeme schon individuelle Lernzeit und individuelle Lernformate umzusetzen, sodass wir nicht unbedingt neue Systeme schaffen müssen. Und wir stellen euch jetzt hier drei Modelle vor. Einmal die Lernzeiten aus der Jena-Planschule, das werde ich machen. Das Montessori Plus am Leibniz Montessori-Gymnasium von Anja. Und die Elke stellt dann noch von der Paula-Fürst-Schule in Berlin die Akademiestunden vor. Anja, machst mal weiter. Die Selbstlernzeiten an der Jena-Planschule, ich habe das jetzt immer abgekürzt, JPS, damit wir das nicht immer zu ausschreiben müssen. Sollte sich ja in das bestehende Konzept mit eingliedern. Und wir sind letztendlich eine integrative Gesamtschule mit Grundschulteil und Sekundarstufe 2. Hier die Sekundarstufe 2 ganz neu im Aufbau. Das heißt, wir schreiben dieses Jahr tatsächlich das dritte Jahr ein Abitur, sodass wir hier noch viel Spielraum haben, um uns zu entwickeln. In Mecklenburg-Vorpommern ist das so, dass die Schülerinnen und Schüler 2 Leistungskurse wählen mit je 5 Stunden und 4 Grundkurse wählen mit je 3 Stunden. Wir unterrichten im Blockunterricht, also 90 Minuten an der Schule. Und unsere Schüler sind das seit Klasse 1 gewohnt, selbstständige Lernzeiten in verschiedenen Formaten zu bearbeiten bzw. zu haben. So haben wir in der Jahrgangsstufe 4, 5, 6 auch Lernzeiten, also freie Lernzeiten und auch noch vernetzten Unterricht, also Projektunterricht. In den Jahrgangsstufen 7 bis 10 haben wir dann die fachgebundenen Lernbüros und Projekttage jede Woche. Und das wollten wir natürlich in die Oberstufe mit angliedern. Anja, mach mal weiter. Wenn wir jetzt also einen ganz normalen Stundenplan nehmen und wir nehmen unsere 3 und unsere 5 Stunden, die wir Leistungskurs und Grundkurs technisch verarbeiten müssen, dann könnte man sich einen Beispielstundenplan bei uns so vorstellen. Das heißt, wir haben verschiedene Stunden, die hier im Block unterrichtet werden, aber eben diese Einzelstunden, die sich je nach Kollegiumseinsatz oder auch der Einsatz der Schüler eben so weit gestalten, dass sie hier verschiedene Freistunden haben. Und das Negativste, was wir hier sehen, ist eben, dass sie auch innerhalb des Blocks tatsächlich teilweise die Räume wechseln müssen oder auf den Kollegen warten müssen, sodass es hier immer wieder zu verringerten Arbeitszeiten kam durch durch den Blockunterricht eben, den wir aufgrund der Struktur in der Gesamtschule einfach nicht ändern konnten, weil dann müssten wir diese Struktur für alle Schüler ab Klasse 1 ändern und das war für uns keine Option. Anja, machst ein weiter? Das heißt, unsere Grundidee war erstmal neben der flexiblen Zeitstruktur für die Schüler und dem selbstständigen Lernen, dass wir auch diese Einzelstunden zusammenfassen, wir feste Arbeitsräume schaffen wollen und die Schüler so feste Aufgaben erhalten, die eben speziell für das selbstständige Lernen erarbeitet werden und vorab besprochen werden, um eben freie Flexibilisierung für die Schüler zu erhalten. Sie sollen sich eben eigenständig entscheiden können, wann sie welches Fach bearbeiten und auch welche Aufgaben sie dann machen. Anja, mach mal weiter. Wenn wir jetzt alle Einzelstunden in ein Band zusammenschieben, so wie wir das jetzt hier gemacht haben, dann ergibt sich, dass unser Beispielschüler, den wir vorhin eben hatten, ich habe den so gelassen, Montag den ersten Block theoretisch frei hätte und alle diese Einzelstunden sich gemeinsam immer in den dritten Block legen würden, sodass der Schüler hier entscheiden kann, bleibt er die Freistunde tatsächlich sitzen
und arbeitet weiter, weil manchmal brauchen sie ja doch ein paar mehr Minuten, um Aufgaben zu erarbeiten. Oder er organisiert sich eben, um Vorträge vorzubereiten und das könnte er dann in diesen Zeiten auch noch machen. Anja, einmal noch. Ja. Also, wir haben alle zur Umsetzung, wir haben alle Einzelstunden in einem Band zusammengefasst, haben feste Arbeitsräume festgelegt, sodass der Schüler immer weiß, im dritten Band findet meine Selbstlernphase, also meine SSP-Zeiten statt, sodass wir hier tatsächlich Entspannung schaffen für die Schüler. Sie brauchen nicht wechseln. Eben im Chat kam noch Religion, Philosophie. Das sind bei uns nur 2 Stunden Fächer. Die haben wir nicht in diese Selbstlernzeit mit reingenommen, auch wenn die sich natürlich mit anbieten. Durch diese Selbstlernzeiten oder durch diese Umgestaltung der Lernzeiten für uns eben ermöglicht das eine flexiblere Arbeitszeit für die Schüler. Sie können wählen, mit wem sie zusammenarbeiten, wann sie welches Fach arbeiten und auch, ob sie alleine arbeiten und zum großen Teil eben auch, ob sie einzeln arbeiten wollen, beziehungsweise wann sie das machen wollen. So können Freistunden genutzt werden und sie erhalten aber gleichzeitig immer die Möglichkeit, zu festen Zeiten einen festen Ansprechpartner zu haben. Das bedingt allerdings, dass die Kollegen vorher dezentral die Aufgaben zur Verfügung stellen, beziehungsweise vorher schon mit den Schülern sprechen und die umrahmen. Und auch die Lösung zur Selbstkontrolle eben vorhanden sind, sodass die Schüler wirklich eigenständig arbeiten können und der Fachlehrer nur dabei ist, um sie zu unterstützen und um sie zu bearbeiten oder um ihnen zu helfen. Gut, Anja, das war's von mir. Ja, Übergebe es an dich. alles klar. Wir können nachher auch noch mal in eine kleine Fragerunde gehen. Jetzt gehe ich Genau. erstmal zu unserem System. Leibniz, ups, jetzt bin ich zu weit. Das Leibniz-Montessori-Gymnasium ist ein städtisches Ganztagsgymnasium eben in Düsseldorf mit Montessori-Profil. Das ist in NRW eben anders als in anderen Bundesländern, in denen oft Montessori-Schulen Privatschulen sind. Das ist bei uns nicht so. Wir sind im Grunde eine ganz normale städtische Schule, aber eben mit unserem Montessori-Profil. Vor ein paar Jahren hatten wir innerhalb des Kollegiums eine ganz große Unzufriedenheit mit dem vorhergehenden Freiarbeitssystem, das sich immer weiter ausfächerte und total kompliziert wurde. Keiner von außen hat überhaupt verstanden, was wir da machen. Es war eher so ein montessorischer Flickenteppich. Und nachdem wir ganz viele Impulse von außen und von innen hatten und ungefähr 2 Jahre daran gearbeitet haben, sind wir dann übers Band 42, das war der Arbeitstitel, 42 in Anlehnung an Per Anhalter durch die Galaxis, zu Montessori Plus gekommen. Und wir wollen damit erreichen, dass die Schülerinnen und Schüler individueller, selbstständiger, motivierter und sinnerfüllter üben und forschend lernen können. Ein sehr hohes Ziel, das auch auf Zustimmung stößt. Und um mal ein bisschen zu sehen, was da alles so hintersteckt, das muss man sich jetzt nicht genau angucken, habe ich mal unser Schulentwicklungsposter mit reingebracht. Das kann man jetzt nicht so gut erkennen, ist auch gar nicht beabsichtigt, aber ihr seht, es sind ganz, ganz viele Dinge, die wir da beachten mussten, wollten und eben reinbringen konnten. Und jetzt zoome ich einfach nur mal ran auf unseren Montessori Plus Stundenplan und erkläre noch ein bisschen, was wir da machen. Das heißt, alle Schülerinnen und Schüler haben in der dritten und vierten Stunde bei uns Montessori Plus, außer wir haben Pandemie, dann dürfen wir es natürlich nicht. Denn die Schülerinnen und Schüler können sich frei entscheiden, in welchen Raum sie gehen, bei welcher Lehrkraft sie arbeiten und was sie arbeiten. Sie sollen aber Ansprechpartner finden, die auch fachkompetent sind. Denn es bringt mir ja nichts, wenn jemand zu mir kommt und ich als Mathe- und Italienischlehrerin soll dann Latein erklären in Klasse 9. Also in Klasse 5 könnte ich vielleicht noch mitmachen, aber danach fühle ich mich dann auch nicht mehr kompetent. Deswegen haben wir in dieser Zeit Fachräume geschaffen. Das gehört bei uns zur vorbereiteten Umgebung. Das ist ja eine der Grundvoraussetzungen bei Montessori. Und in diesen Fachräumen findet man Module, an denen die Schülerinnen und Schüler arbeiten. Die Zeiten wurden generiert aus Lernzeiten, so heißen im Ganztagsgymnasium in NRW die Hausaufgaben, die ja in der Schule zu bearbeiten sind, und aus Förderstunden. Und in jedem Fach wurde ein gewisser Zeitrahmen umgewidmet in Montessori Plus.
sodass es sein kann, dass ein Thema in jedem Hauptfach zum Beispiel in Montessori-Plus-Stunden bearbeitet werden muss. Das sind dann die Pflichtaufgaben, die haben wir mit Hilfe von Modulen dort ausgelagert und die finden die Schülerinnen und Schüler in den Fachräumen. Sie müssen dokumentieren, was sie machen, und die flankierende Beratung ist uns auch ganz wichtig. Wir haben alle innerhalb der Montessori-Plus-Stunden eine Beratungsstunde als Klassenleitung, die wir immer zu zweit machen, sodass ich dann zum Beispiel montags in der dritten meine Beratungsstunde hätte und da kommen dann die Schülerinnen und Schüler aus meiner Klasse zu mir nach Terminvereinbarung und wir gucken uns den Schulplaner an, in dem dokumentiert wird. Wir sprechen darüber, was gut läuft, was nicht so gut läuft, was sie sich vornehmen. Und diese Beratungsstunden finden regelmäßig statt, aber in unterschiedlichem Abstand. Es gibt Kinder, die haben viel Beratungsbedarf, mit denen verabredet man sich vielleicht alle 2 Wochen und andere, die sieht man einmal im Quartal. Zusätzlich haben wir dann noch die Beratungstage. Das ist immer ein ganzer Tag ohne Unterricht, an dem wir eben für jedes Kind uns mindestens 20 Minuten Zeit nehmen, ohne Eltern. Das ist wirklich, da geht es um die Kinder an sich. Und ja, dadurch schaffen wir eben selbstbestimmte Lernzeiten in dem Rahmen, in dem es geht. Und der große Block, der noch vor uns liegt, beziehungsweise den wir angefangen haben, ist natürlich die Oberstufe. Da ist es wie immer ein bisschen schwieriger durch die gegebenen Rahmenbedingungen. Wir haben angefangen mit der Einführungsphase. Die haben bei uns in NRW die Möglichkeit, Vertiefungskurse zu wählen. Die sind bewertungsfrei per se. Und unsere Schülerinnen und Schüler wählen 2 Vertiefungskurse. Das sind 4 Stunden, sodass wir die in 4 Stunden in Montessori Plus unterbringen können. Um denen aber den Mehrwert auch klarzumachen, bieten wir für die Einführungsphase noch sogenannte Seminarkurse an. Das ist eine Wortschöpfung von uns. Das gibt es in NRW so nicht. Hat auch nichts mit Seminaren aus anderen Bundesländern zu tun. Da bieten wir zum Beispiel sowas an wie Lebenspraxis. Da geht es dann um die berühmten Steuern, Versicherungen, Anmeldungen im Amt, mal eine Schraube in die Wand bringen und so weiter. Da gibt es aber auch noch einen Rhetorikkurs, da gibt es einen Kurs zu Datensammlungen und so weiter und so fort. Der wird quartalsweise angewählt in der Einführungsphase. Und wäre jetzt nicht Corona gewesen, wäre der Entwicklungsprozess in diesem Schuljahr gewesen, dass wir die Q-Phase mit einbringen. Aber das haben wir jetzt auf Eis gelegt, denn das ist uns alles zu unsicher, was wir da machen können. Was wir machen noch als kleines Bonbon sind 3-stündige Projektkurse. Die gibt es auch in NRW. Und ja, die Stunden, jetzt kommen hier schon ein paar Fragen, die sparen wir uns mal auf. Dann kann nämlich die Elke jetzt einsteigen mit den Akademiestunden. So. Ja. Ich komme, also das ist eine Gemeinschaftsschule von 1 bis 13, die Paula-Fürst-Schule, davon gibt es ja mehrere inzwischen in Berlin. Und die haben eben zum Beispiel Binnendifferenzierung sich auf die Fahnen geschrieben, es gibt gar keine Alternative dazu. Und das heißt, wir haben aus der Grundschule heraus, wo viele Montessori-Elemente, eigentlich, da gibt es richtig also ausgebildete Montessori-Lehrkräfte auch, dass wir da sozusagen aus dieser Montessori-Grundschule heraus dann in eine Sek 1 gehen, die auch keine Noten hat, jedenfalls nicht bis zur 9. Klasse, und wo mit offenen Arbeitszeiten gearbeitet wird. Bilanzgespräche finden alle halbe Jahre statt, also eigentlich immer zwischen den Zeugnissen, sodass da eine ganz klare prozesshafte Lernbegleitung auch stattfindet. Es gibt ein Logbuch, das vor allem ein Planungsinstrument ist, also wo wir nicht aufschreiben wie ein Tagebuch, was machen wir, sondern es heißt trotzdem Logbuch, was nehme ich mir denn vor? Und das ist also eine relativ gut betreute Sek 1 aus dieser sehr betreuten Grundschule, dann eine gut betreute Sek 1. Und in der Sek 2 kamen sie dann in die 11. Klasse, ist ja eine 3-jährige Oberstufe, und brachen weg. Also wir haben relativ viele Schüler dann aufgenommen, auch mit einer Kooperationsschule, die ein ganz anderes Lernen gewöhnt waren. Und haben das halt einfach, haben eine ganz normale Oberstufe laufen lassen, erstmal, weil wir auch gar keine Entwicklungszeit hatten. Und dann brach eben die Unzufriedenheit doch im Kollegium hervor und auch unter den Eltern und den Schülern, weil die in der 11. Klasse Dropout hatten. Also die haben massenweise aufgehört, beziehungsweise mussten wiederholen, weil sie eben weil sie die Art von Lernen in der Oberstufe dann nicht so gut hingekriegt haben. Und dann
dass es wirklich einen echten Übergang gibt von der Sek 1 in die Sek 2. Ein Impuls war das Gymnasium Alsdorf, das einen deutschen Plan fährt. Und das ist jetzt ganz was Ähnliches, was wir eben schon gesehen haben. Anja, mach mal weiter, dann sei mal so nett. Genau, wir haben den ganz normalen Stundenplan genommen. Und da sieht man montags zum Beispiel, da sind die Profilkurse, das sind die, die später Leistungskurse werden, Doppelstunde. Und dann konnten wir, weil wir so relativ viele Schüler in den Klassen haben und dadurch einen Stundenüberschuss, muss man wirklich sagen, den kann man natürlich irgendwo in der Schule aufbrauchen für Doppelsteckung und Ähnliches. Und wir haben gesagt, wir machen das jetzt mal so, dass es diese zusätzlichen Akademiestunden gibt. Wir sehen hier montags, die Akademiestunde dazu ist am Donnerstag in der 5. Stunde und mittwochs haben wir Profilkurse in der 3., 4. und die Akademiestunde dazu ist am Freitag in der 6. Stunde. Und da ist es ähnlich, wie wir eben das schon gehört haben. Die Schüler können sich aussuchen, wo sie hingehen. Die Leistungen werden nicht bewertet, also da wird überhaupt nicht bewertet, sondern sie arbeiten an ihren Aufgaben. Sie können zu der Lehrkraft gehen, die sie normalerweise haben. Also wer Physik hat montags, der kann dann zur Physiklehrerin gehen am Donnerstag. Muss er aber nicht unbedingt. Also wenn er sagt, ich möchte lieber in den Kunstkurs, weil das da so eine kreative Atmosphäre ist, da fühle ich mich wohler, kann die Schülerin oder der Schüler das gerne machen. Wichtig ist nur, dass nachher die Aufgaben da sind. Und das ist so das Prinzip. Und vorhin war die Frage, wo die Stunden herkommen. Die kommen zurzeit noch daher, dass wir eben relativ viele Schüler, also über 30 in einer Klasse hatten und dann eben eine hohen Stundenzahl für diese 11. Klassen hatten dadurch. Und in der Pandemie kam uns dieses System unglaublich zugute, weil eigentlich alle das gut fanden, jetzt nochmal in der Schule quasi betreut Aufgaben machen zu können. Im ersten Jahr, das war 1920, wurde das nicht so gut angenommen, weil die ja freiwillig sind, die Stunden. Und dann geht man schon mal nach Hause, vor allem wenn die Stunde am Rand liegt. Das hatten wir auch falsch gemacht. Ja? Wir hatten solche Stunden an den Rand gelegt. Dann ist es sehr selten, dass noch ein Schüler da bleibt. Dann haben wir die Lehrerstunden da verballert und das war dann ein bisschen schade. Aber wenn die Stunden mitten am Tag liegen, so wie wir es jetzt hier sehen, dann gibt es ja gar keinen Grund für die Schüler nach Hause zu gehen, sondern dann können sie sozusagen ihre Aufgaben dort erledigen. Sie dürfen natürlich da auch Deutsch, Mathe, Englisch machen. Also man muss nicht an dem Profilkurs arbeiten. Genau. Ich gehe mal gleich auf so eine Frage ein. Die zeitliche Belastung, die haben dann ziemlich viel mehr Stunden, das stimmt. Also sie haben 2 Stunden mehr. Ja, 2 Stunden mehr. Und die Idee ist eigentlich, dass man sich in der Schule damit auseinandersetzt, solche Zeiten aus dem normalen Unterricht zu entwickeln und zu sagen, wir machen eine Stunde Deutsch anders. Wir machen Deutsch eben nicht ganz normal, sondern es gibt eine Deutschstunde, meinetwegen Montag die 5., die ist dann eben auch so eine Akademiestunde. Und dann würde sich so ein Band ergeben. Man sieht das hier schon, das sind ja lauter Einzelstunden. Das könnte man so beschließen und das zum Beispiel das Gymnasium Alsdorf hat das so gemacht. Ja, die haben das ganz genau, die haben so ein Band, genau wie das Montessori-Band hier in Düsseldorf. Und dann ist das eben eine Übereinkunft, dass das aus dem normalen Stundenplan kommt und die Lehrer machen nicht nichts. Also sitzt kein Lehrer mit dem Handy da und guckt in sein Handy, sondern die beraten und sind immer Ansprechpartner für die Lernenden. So, dann kannst du nochmal die nächste Folie machen. Wir haben dann auch sozusagen Regeln dafür entwickelt und darum geht es. Du hast eben doch noch eine Lernberatung, auch in diesen Stunden. Das ist auch ganz wichtig, dass man die hat. Weil eben wir gemerkt haben, es ist auch in der Oberstufe wichtig, dass die nochmal ihr Tun reflektieren. Denn sonst kommen sie einfach und sagen, ich möchte die Schule verlassen und haben überhaupt nicht richtig drüber nachgedacht, warum das jetzt so ist. Oder ob sie da vielleicht noch einen Plan B entwickeln könnten. Genau, und sie müssen für ihren Fachunterricht arbeiten. Und es ist dezidiert so, dass da die Leistungen nicht bewertet werden und auch keine neuen Inhalte erarbeitet werden. Ja, und das muss dann im Fachunterricht gemacht werden, der außerhalb dieser Stunden liegt. Die Bilanzgespräche gibt es dann auch, da haben wir diesen Zeitslot, das geht dann so, rollt so durch quasi, das sind mehrere Stunden, die dann für diese Bilanzgespräche, je nachdem für den Schüler dann, von einem Schüler zum nächsten geht der Tutor dann, die dann da durchgeführt werden. Und es gibt auch eine Art Logbuch, wir nennen das Akademieplaner, den man eine Selbsteinschätzung einträgt. Man trägt auch die Stunden übrigens ein, natürlich, die man da gemacht hat, was man gemacht hat. Und dann sind die Eltern da immer noch dabei. Das ist ja auch erstaunlich, wie viel die Eltern doch noch Einfluss haben sollten, auch in der Oberstufe.
Vor allem, wir sind eben kein Gymnasium, sondern da sind auch Schüler, die immer, die den Schritt machen, aber die eben nicht, auch nicht so viel von zu Hause mitkriegen. Und da ist es dann wichtig, dass wir die Eltern mit einbinden. So, das wäre die Vorstellung von der Paula-Fürst-Schule. So, sollen wir noch mal ein paar Fragen aus dem Chat anschauen? Vielleicht können wir uns da ein bisschen abwechseln. Elke, du hattest gerade schon die letzte Frage beantwortet. Zeitliche Belastung ist ja immer ein Thema. Bei uns ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler ja im Schnitt 34 Wochenstunden brauchen in EF bis Q2. Und durch die Vertiefungskurse haben sie schon mal 4 Stunden erledigt. Das ist schon mal ganz gut. Und können dann eben mit 10 oder 11 weiteren Kursen weitermachen. Was hatten wir hier noch für Fragen? Wie wird der Lernerfolg überprüft? Was machen die anderen bei den Beratungstagen? Also das ist bei uns ist das so, wenn die Beratungstage sind, läuft der Unterricht ja weiter. Das heißt, jemand wird zwar beraten, eine Viertelstunde vielleicht, so ist ungefähr der, am Anfang dauert es ein bisschen länger, aber nachher können die Gespräche sehr viel kürzer sein. Und dann machen die ihre Aufgaben. Also da entsteht in dem Sinne keine Lücke in diesen Stunden. Ja, bei uns gibt es Beratungstage, an denen komplett der Unterricht in häusliche Studientage verlegt wird, weil wir da eben alle Schülerinnen und Schüler beraten. Das machen wir 3-mal im Jahr, ist auch höchst akzeptiert. Und diese wöchentliche Beratung, die läuft eben während Montessori Plus. Da hat man normal Montessori Plus, geht kurz raus zur Beratung und kommt dann zurück. Das wird von insbesondere von den Eltern und von den Schülerinnen und Schülern schmerzlich vermisst im Moment durch die Pandemie. Also von uns natürlich auch, aber es ist eine schöne Rückmeldung, dass sie das auch gerne wieder hätten. Und dann war hier noch die Frage, liegen in den Fachräumen Aufgaben für eine Woche oder für ein Quartal? Wer verfasst diese Aufgaben? Wie werden diese kontrolliert oder evaluiert benotet? Unser großer Wunsch ist es, dass die Schülerinnen und Schüler in den freien Lernzeiten auch frei arbeiten. Wir machen aber die Erfahrung, dass die meisten sagen, ich möchte meine Pflicht in der Schule erledigen und bin an einer Ganztagsschule und dann möchte ich danach auch nichts mehr machen. Und das geht, ist für uns ein bisschen enttäuschend gewesen, dass sie eben nicht ihren Interessen folgen und frei Dinge machen. Aber ich kann es total nachvollziehen. Das ist deren Job, in die Schule zu kommen. Sie sind den ganzen Tag da. Und warum sollen sie nicht anstreben, dann auch fertig zu sein? Und es gibt tatsächlich Kinder, die es schaffen, in Montessori Plus so zu arbeiten, dass sie nichts mehr zu Hause machen müssen. Vielleicht mal ein paar Vokabeln noch lernen. Und die Aufgaben, da redete ich ja vorhin von den Modulen, die wir so erstellt haben, dass die Schülerinnen und Schüler Modullisten bekommen, die fürs ganze Halbjahr im Idealfall gelten. Manchmal gehen sie auch über das ganze Schuljahr. Und manche sind frei zu bearbeiten, bei anderen steht dann bei, zum Beispiel erst nach Unit 4 im Englischbuch zu bearbeiten oder sowas, damit eben klar ist, da braucht es eine fachliche Basis, um das bearbeiten zu können. Und kontrolliert und benotet, wir hätten es ja am liebsten wieder bewertungsfrei, aber können uns davon nicht frei machen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, dass man einfach die Sachen, die man bearbeitet, abgibt und die Lehrkraft, die man gerade im Unterricht hat, guckt kurz drauf. Oder die Lehrkraft, die im Raum ist, guckt drauf und sagt, hast du alles richtig gemacht. Oder es gibt Selbstkontrollen. Oder man kommt kurz zu einem Gespräch zusammen und die Schülerin, der Schüler erzählt darüber, was er oder sie gelernt hat. Und damit hat man quasi in Montessori Plus noch so einen kleinen Zeitraum, um mal eine kurze, ja, mündliche Prüfung würde ich das jetzt nicht nennen, aber einfach um sich auszutauschen, ist das verstanden worden. Da gibt es eben ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Da hoffen wir auch, dass wir durch die zunehmende Digitalisierung das noch besser abhaken können, wenn das einfach Dinge sind, bei denen es um reproduktives Wissen geht. Das kann man ja tatsächlich durch digitale Formate gut abprüfen. Und alles andere kann man eben durch Präsentationsmodi ganz gut abprüfen. Wir planen auch einen Museumstag. Der ist natürlich auch letztes Jahr Corona zum Opfer gefallen. Das heißt, da möchten wir Unterrichtsergebnisse aus Montessori Plus uns gegenseitig zeigen. So, jetzt muss ich mal gerade hier beim Chat nochmal gucken. Geh mal auf diese ganz praktischen Fragen ein. Wie organisiert ihr, dass nicht alle Schüler gleichzeitig im Fachraum sind? Ne? Das könnte man ja denken, vor allem, wenn es eine Lehrerin ist, wo man denkt, oh, da wollen jetzt alle hin.
Oder alle schreiben die Französischarbeit am nächsten Tag und jetzt wollen sie, oder in der nächsten Stunde, und jetzt gehen sie alle dahin. In 11 ist das nicht so ein Problem gewesen und in 10 haben wir es so gemacht. Wir haben das dann in 10 auch schon angefangen, mit den offenen Arbeitszeiten so zu organisieren, dass eben Schüler, die besonders verantwortungsvoll waren, die durften dann wechseln, zu einem anderen Lehrer gehen, und die anderen blieben bei dem Lehrer, bei dem sie sowieso hatten. Das ist eine Möglichkeit. Und die andere ist, und so wird es in Aachen gemacht, dass eben, wenn der Raum voll ist, wenn er voll ist, muss man woanders hingehen. Also sie müssen in der Pause sich organisieren, dass sie dann einen Raum finden. Und man kann ja bei jedem anderen Lehrer auch lernen. Es ist ja nicht so, dass man zu der Lehrkraft muss, die Physik macht. Und wenn man eben, es gibt welche, die machen Chemie immer beim Französischlehrer, weil der so nett ist und auch wenn der ihnen gar nicht helfen kann. Aber sie fühlen sich da sicher und dann kriegen sie das dahin. Also insofern ist das gar nicht so sehr das Prinzip, dass sie in den Fachraum müssen. Ja. Und vielleicht noch... Die verteilen sich erstaunlich gut. Ja, das geht tatsächlich. Ja. Und jetzt die Leistung. Also unsere Beratungsgespräche, Bilanzgespräche folgen einer ganz bestimmten Choreografie. Das heißt, die erste Frage lautet von der Grundstufe an, was ist dir in letzter Zeit gut gelungen? Mit dem positiven Anfang. Und dann geht es um Prozesse. Es geht nicht darum, wie gut bist du in Mathe. Das kann sein, dass der Schüler das unbedingt besprechen möchte, dann, oder die Schülerin, und dann macht man das natürlich auch. Ist ja logisch. Die Anliegen der Schüler sind ja die wichtigen. Aber es geht dann immer um Prozesse. Wie kommst du zurecht? Zeiteinteilung, Familie und Schule, funktioniert das? Bist du stark abgelenkt? Also die Lernprozesse stehen dann im Raum, auch in der Klasse. Du bist ja in der 11. haben sie ja ziemlich viele neue Klassenkameraden. Wir bleiben zwar in den Gruppen zusammen, aber es kommen ja die von einer anderen Schule dazu. Also wie kommst du in deiner Gruppe klar? Also darum geht es vor allem und nicht um die Lernziele. Die Lernziele sind tatsächlich die, die dann ja in den Fächern bleiben. Ja. Bei uns ist es, bei den Beratungstagen gibt es auch verschiedene Schwerpunkte, dass wir zum Beispiel in Klasse 9 und 8, da gibt es verpflichtende Berufsorientierungselemente in NRW, dass wir das zum Schwerpunkt an einem Beratungstag machen. Am Anfang von, jetzt ist es wieder Klasse 7, wenn die zweite Fremdsprache angefangen hat, dass man das nochmal thematisiert, wie kommst du damit klar, jetzt noch ein neues Fach und so weiter. Da haben wir uns so eine kleine Handreichung gebastelt für die Kolleginnen und Kollegen, dass man eben weiß, okay, das könnten Gesprächsanlässe sein. In der Regel hat man aber ja durch Montessori Plus schon 1 bis 2 Kurzberatungstermine gehabt und kann daran ganz gut anknüpfen. Wir hatten ja gesprochen über und dann geht es weiter. Und manchmal ist es tatsächlich auch wirklich so, dass die genau an diesem Beratungstag rausrücken mit den Problemen, die sie gerade haben. Und dann sind wir jetzt ganz froh, dass wir seit einem Schuljahr eine Schulsozialarbeiterin haben. Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Und hier kam gerade Anja die Frage, was denn Mehrwert ist, wenn wir keine neuen Lerninhalte erarbeiten. Das ist aber nicht so. In diesen freien Lernzeiten werden auch neue Lerninhalte vermittelt und erarbeitet. Das erarbeiten sich die Schüler selber. Deswegen sagte ich vorhin ja, die Aufgaben müssen so gestellt werden, dass die Schüler sich Dinge entweder alleine erarbeiten können oder eben Dinge auch festlegen können. Beides ist völlig möglich. Und dann habe ich eben keine verschenkte Zeit, so wie manche Kollegen das sagen, sondern wir haben im Innovationslabor auch immer gesagt, wir widmen die Zeit nur um, sondern wir stellen andere Aufgaben eben, die in einem anderen Format sind. Und da ist ganz klar auch der Weg da, dass sie sich neue Lerninhalte eigenständig erschließen. Entweder mit Modulen oder eben mit gestellten Anforderungen, die wir mit den Schülern vorher schon mal besprechen. Ja, und was man dazu sagen muss, Übungszeit kommt in der Schule oft ja viel zu kurz. Seien wir doch mal ganz ehrlich, das ist ja oft so. Da kommt eins nach dem anderen und das nächste und das nächste. Und manch einer müsste wirklich sich ja erstmal hinsetzen und nochmal das ganz Deeper Learning steht da, also wirklich zu seinem eigenen machen, in sein eigenes Lernnetz einbauen. Und das können die Schüler dann mit den Aufgaben, die müssen natürlich so gestellt sein. Also die Aufgaben, so Päckchen rechnen, kann man mal machen, aber das ist da nicht gemeint, sondern das soll dann schon wirklich anknüpfen an das, dass sie sich fortentwickeln. Differenzieren. Gibt auch Päckchen rechnen, natürlich. Ne? Üben muss auch sein, aber es soll eben auch in jedem Fach Dinge geben, die man sich selbst erarbeitet, die dann später aufgegriffen werden. Manchmal scheitert man natürlich daran, dass die Kinder so an diese anachronistische Prüfungskultur gewöhnt sind, dass sie sagen, für welche Klassenarbeit brauche ich das denn jetzt?
Das ist, was auch im Menti noch stand, dass wir eben eine andere Prüfungskultur brauchen. Das ist ganz klar. Denn sonst ist das, kratzt das alles immer ein bisschen an der Oberfläche. Und die Frage war jetzt hier, alle Kolleginnen, die im Jahrgang sind, nein, alle Kolleginnen, die in der Schule sind, sind irgendwann mal in den Montessori-Plus-Stunden eingesetzt. Das heißt, je nachdem natürlich nach Stundendeputat. Und ja, das, ich habe dann, bin dann einmal die Woche zum Beispiel im Mathematikraum gewesen und einmal die Woche im Italienischraum, den wir uns aber, weil wir so ein kleines Fach sind, mit den Griechen teilen, die auch ein kleines Fach sind. Und dann sieht man auch mal die griechischen Schülerinnen und Schüler. Es hat, ist beides total spannend. In Mathe ist es natürlich total voll. Da hat man dann 30 Kinder sitzen und springt dann von Klasse 6 in Klasse 9 und wieder zurück in Klasse 7. Es ist aber auch schön zu sehen, wie die Schülerinnen und Schüler sich das dann gegenseitig erklären. Und dann gibt es natürlich auch so etwas leerere Räume, da kommt man schon mal eher ins Gespräch und hat dann eben diese Gespräche, die so unglaublich wichtig sind, die nicht zum Fachlichen sind. Und das schätze ich total. Jetzt kommen noch ein paar mehr Fragen. Ja, Fortbildung für innovatives Unterrichten würden wir uns alle wünschen tatsächlich. Ja. Leider gibt es die mal weder bei uns. Also ich habe noch keine erlebt tatsächlich, wo man sowas vernünftig mal vermittelt kriegt. Aber Elke, du wolltest noch, entschuldige. Naja, das gibt ja schon die pädagogische Werkstatt oder Ähnliches, wo man dann individualisierende Aufgaben, ich sag mal AIU-Aufgaben, falls das jemand mal gehört hat, stellen kann, wo dann jeder doch nach seinem eigenen Herangehensweise rangehen kann, ob man mehr, weiß ich, der Typ ist, der gerne was ordnet oder jemand, der sich gerne was ausdenkt oder jeder systematisch irgendwie argumentiert. Aber das führt jetzt hier viel zu weit. Ich wollte auch die Frage eingehen, wie wir die Schüler der Beratung zuteilen. Das haben wir auch überlegt und wir haben uns an das gehalten, was die in Alsdorf entschieden haben. Die haben nämlich gesagt, wir haben mit den Schülern gesprochen, das haben wir auch gemacht, haben gesagt, was wollen wir machen? Irgendwie bleibt dann ja jemand übrig und sagt, ja, zu dem Lehrer will ich nicht, und sondern wir haben einfach gelost. Ja, wir haben gelost und es geht erstaunlich gut. Und man kann dann im Einzelfall immer noch gucken, wenn irgendwo, es soll es ja nicht geben, dass ein Lehrer mit einem Schüler nicht klarkommt. Aber umgekehrt kann es natürlich mal sein, dass der Schüler da nicht kommt, dass sie sagt, also nee, ich brauche erstmal jemand anderen. Dann kann man noch nachsteuern. Aber im Grunde habe ich mit ganz fremden Schülern gesprochen darüber. Und das ist eine Perspektive, die ist auch gut für sie, weil sie dann zwar vielleicht noch nicht das große Vertrauen haben, aber erstmal, man spricht ja dann wirklich über Prozesse und stellt fest, aha, es ist immer so, egal wie man spricht, lernen, über Lernen kann man mit jedem reden. Und das ist nicht was, was ich nur mit einem einzigen Lehrer kann. Das haben wir ein bisschen anders strukturiert. Bei uns ist es das Klassenleitungsteam. Jeder hat also maximal 15 Kinder zu beraten, weil wir gesagt haben, dass, so fangen wir erstmal an. Wir haben aber immer noch im Hinterkopf, ob wir es vielleicht irgendwann auch auslosen oder anders zuteilen. Und die müssen auch nicht unbedingt, das war jetzt hier auch die Frage, über persönliche Dinge sprechen. Zum Beispiel sehr leistungsstarke Schülerinnen und Schüler, da guckt man einfach, wie klappt es, wie möchtest du dich weiterentwickeln, kann ich irgendwas anderes für dich tun? Möchtest du in Richtung Begabungsförderung oder sagst du, nee, mir reicht das, ich bin in der Schule fertig mit allem und dann gehe ich in meine Freizeit und da gehe ich meinen Interessen nach. Aber da hat man eben immer diese Möglichkeit anzuknüpfen an gewisse Programme, die es dann, Talentscouting, irgendwelche Stipendien oder mal drüber zu sprechen, möchtest du vielleicht doch mal ins Ausland gehen, dass man diese Dinge einfach mal in Ruhe thematisieren kann. Und das finden auch diese Kinder, die gar nicht so viel Persönliches besprechen möchten, ganz gut. Und es sind eher diejenigen, die sich allem entziehen möchten, die das unangenehm finden. Und hier ist jetzt noch die Frage, was passiert, wenn Kinder sich oder Schüler sich bestimmte Inhalte nicht erarbeiten können, weil die Grundlagen fehlen. Auf der einen Seite sitzt ein Kind ja nicht oder ein Schüler nicht da und ist alleine. Das ist ja nicht so, sondern die helfen sich ganz viel gegenseitig. A, jahrgangsstufenübergreifend und B, natürlich auch, gehen die höchst selten ganz alleine in irgendeinen Raum. Also meistens gehen die schon mit ihrer besten Freundin oder mit jemandem, mit dem sie gut arbeiten können, in den Raum, sodass sie sich das tatsächlich gegenseitig erklären können. Die Erfahrung haben wir auch gemacht, dass das wunderbar klappt und dass dieser Punkt, dass ein Schüler so gar nicht weiß, was er machen soll, höchst selten vorkommt. Und wenn das doch mal so sein sollte, dann ist aber ja ein Fachkollege da, der das dementsprechend unterstützen kann, sodass also dieses
das, was man so normal hat, wenn alle ganz alleine arbeiten, ich komme einfach nicht weiter, das gibt es wirklich höchst selten. Sie helfen sich gegenseitig. Wenn man es dann noch jahrgangsstufenübergreifend hat, können Sie noch jemanden fragen, der noch weiter ist als Sie, also schon weiter auch geguckt hat und fachlich auch weiter ist. Und das findet sich nachher auch ganz schnell. Und wenn das eine ganze Zeit gelaufen ist und Sie sich weiter sortieren können, dann finden sich auch ganz, ganz viele feste Lerngruppen, die überhaupt nichts mit der Klassenzusammengehörigkeit und auch nichts mit der Freundschaft mehr zu tun hat. Und auf die Frage, wie viele Schüler da unterwegs sind, naja, die sind ja sonst auch unterwegs und gehen in den Fachraum oder in den Klassenraum. Also in 11. sind 100 Leute, ja, gut, aber das ist ja in der Pause die normale Aktivität, ne? In einen anderen Raum zu gehen und sich den zu suchen und zu wissen, wo der ist. Da gibt es einen Plan natürlich, der Raumplan muss stehen, das muss man vorbereitet haben und das ist im Akademieplaner drin, abgedruckt. Muss man vielleicht mal verbessern, wenn es sich dann mal ändert, aber ansonsten haben die Schüler dann einen Plan sozusagen, wo sie hingehen. Und ja, der Kontrolle der Anwesenheit, dazu kann ich was sagen. Wir haben so kleine Stempel, also ich zeig mal, die sind so groß, das ist jetzt nicht so ein Stempel, aber ich habe keinen hier. Den habe ich in der Schule. Da haben wir ganz, ja genau, so einen kleinen Stempel, die gibt es ganz kleine von einer Firma, die wir jetzt nicht nennen. Und da kann man dann das Lehrerkürzel drauf machen und die Fächer oder auch was auch immer, die Funktion vielleicht noch, weiß ich, bei mir steht dann PECO drauf. Und dann kann man ganz schnell in dem Akademieplaner bzw. Logbuch oder was dann dafür jeweils für, ja, man könnte es theoretisch sogar im Heft machen, ja, stempeln wir ab. Das geht dann schnell, viel schneller, als wenn man da so ein Kürzel hinmacht. Man stempelt das durch, dass jeder da war. Und dann wird eben bei der Beratung geguckt, ob derjenige die Stunden auch genutzt hat und immer schön abgestempelt ist und sagt, ja, du hast hier 3 Stunden, warst du überhaupt nicht da. Und sagst du, dir fällt es in Mathe schwer, warum bist du da nicht hingegangen? Also das ist dann, ich sage jetzt mal, so würde ich es wahrscheinlich nicht sagen, aber im Grunde ist das der Tenor, dass man guckt, wie kannst du das dann wirklich nutzen? Insofern ja, Kontrolle der Anwesenheit, klar. Genau so machen wir es auch, gestempelt wird. Und jetzt können wir eigentlich alle ausstempeln hier. Wir haben nämlich 17.30 Uhr.